Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei Rosy Knowledge NAS einen DNS-Server installieren und konfigurieren könnt. Wir fangen an. Zunächst melden wir uns einmal in unsere Synology NAS an, gehen dann wieder in das Paketzentrum, wie sonst auch, und würden jetzt oben einmal DNS eingeben. Dann klicken wir einmal auf Installieren. Perfekt, wir gehen einmal drauf. Und dann habt ihr so eine grobe Übersicht, wie genau es aussieht. Aber wir können uns das jetzt gerade mal anschauen, indem wir einfach mal hier oben uns den DNS-Server raussuchen. In meinem Fall nutze ich als DNS-Server meistens die Fritzbox. Hier könnt ihr aber speziellere Sachen machen. Hier könnt ihr extra Zonen anlegen, so wie ihr das von Windows DNS-Server kennt. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel primäre Zonen anlegen, die heißen zum Beispiel Test 123.local. Dann würde der primäre DNS-Server als Beispiel primäre DNS-Server wär er selbst, 122.168.210.2. Und dann gibt es bestimmte Formate, da hatte ich bisher noch nicht viel mit zu tun. Dann Zonentransfer einschränken, um sozusagen zu verhindern, dass bestimmte Daten in beide Richtungen gehen, dass sozusagen die primäre Zone in die sekundäre kommt, genau andersrum. Dann gibt es hier auch noch einen Punkt, und zwar Quell-IP-Dienst beschränken. Da könnte man zum Beispiel sagen, dass nur bestimmte IP-Adressen den DNS-Server ansteuern können. Im Normalfall macht man das nicht. Und dort kann man bestimmte Benachrichtigungen einstellen, dass bestimmte Zonen benachrichtigt werden, wenn die primäre Zone etwas ändert. Und dann gibt es hier unten noch den Punkt Zonenaktualisierung einschränken. Dann gehen wir einmal hier drauf. Wir können jetzt mal Erstellen drücken und könnten jetzt bestimmte Sachen erzwingen bzw. verhindern, dass sozusagen bestimmte Sachen angewendet werden. Aber das ist am besten, wenn ihr euch das anschaut. Bei einem Windows DHCP ist das wieder anders. Da habe ich mehr mit zu tun als mit dem vom NAS. Dann gehen wir mal auf Abbrechen, nicht speichern. Dann gibt es hier Auflösungsdienste, die man aktivieren kann. Wie gesagt, in dem Fall ist ja die Synology am Ende auch ein Forwarder. Das heißt, sie selbst stellt den DNS-Dienst bereit. Das heißt, ihr könnt in dem Fall das NAS als DNS eintragen. Aber wenn ihr dann sozusagen die Auflösungsdienste aktiviert und hier den Forwarder habt, macht er nichts anderes. Er löst zwar euren ganzen Kram auf, aber am Ende leitet er es trotzdem weiter, als Beispiel jetzt zu der Fritzbox oder später halt auch den externen DNS, wenn ihr gar nicht erst an die Fritzbox dran geht. Das können wir uns aber auch anschauen. Wir machen einmal hier oben den Haken rein und schauen hier mal nach. Und dann kann man zuerst weiterleiten sagen oder nur weiterleiten. Das heißt, bei nur weiterleiten würde wirklich direkt zur Fritzbox umlenken und gar nicht erst selbst tätig werden. In meinem Fall habe ich dann das noch nicht in Benutzung gehabt. Dann kann man hier die Protokolle einsehen, um zu sehen, welche Zonen, welche Werte. Aber das könnt ihr euch einfach selbst mal anschauen. Vom Grundprinzip kann man das mal vergleichen mit einem Windows-System. Und in meinem Fall funktioniert der DNS-Server auch nicht, weil ich habe aktuell einen Tool laufen, was den DNS-Dienst blockiert. Deswegen kommt dann die Meldung, dass der Port in Benutzung ist. Hier gibt es noch Schlüssel. Da hatte ich noch gar nicht mit zu tun, das müsstet ihr euch mal anschauen. Bisher noch nicht gemacht. Dann noch Ansichten. Hier kann man wieder die Quell-IPs beschränken und auch bestimmte Zonen nur auswählen. Genauso wie, dass man zum Beispiel bestimmte Zonen sagt, dass die zu bestimmten Forwardern forwarden sollen. Im Normalfall macht man das immer nur alle Forwarden einfach nur einmal. Oder nur in eine Richtung. Und da könnte man zum Beispiel sagen, die interne Domäne oder die internen Geräte verweisen auf den Domain Controller. Die externen Geräte, also Handys oder so, verweisen direkt auf einen Google DNS, dass sie sozusagen die internen Geräte nicht auflösen können.
Und dann haben wir unten noch Einstellungen und hier sehen wir dann bestimmte Parameter, die wir noch einstellen können, wie zum Beispiel die TTL, wann sozusagen die Lease oder ja, der DNS-Lease gelöscht und erneuert wird. Ja, das war es schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare für Daumen hoch, Video, Freund. Dankeschön.